So, weiter geht's. Ich hab mich verdrückt. Deswegen machen wir jetzt auch mal eine ganz normale Folge weiter. Scheiß Antivir, ey. Ich hasse Antivir. Es hat mir heute schon so viele Aufnahmen kaputt gemacht. Was muss ich hier bloß machen? Also, das ist so eine Scheiße, die jetzt irgendwie krass von dem Rest ist. Was ich bisher gemacht habe. Ja, kommt er da durch, wenn ihr könnt. Und ich warte jetzt einfach ab. Ah, warte, ich habe eine Idee. Na komm, bitte. Alter! Sehr schön, danke schön. Ich habe auch mal meine Pistole nicht wieder gefunden. Keine Munition. Doch, ich habe nur keine Wechselmunition. Sehr schön, es funktioniert doch. Es unterscheidet sich zwar trotzdem von den restlichen Rätseln, aber ich kann damit leben. Ja! Nein, nicht loslassen! Wieso muss ich immer doppelt springen, ich Vollaffe? Okay, hier mal runter. Boah, das ist jetzt nicht so schlimm. So geil, die Perspektive. Also, da unten sind... Wow! Nicht nach unten gucken, lieber... Ah, hinter mir auch. Hoch, 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 hoch. Nichts ohne ziehen lassen. Oh, ganz knapp. Okay, der Schwierigkeitsgrad nimmt ganz plötzlich zu. Achso, ich muss da runter. Oh, shit. Na, komm, lass mich doch los. Bei den meisten kann man eigentlich vorbei. Eigentlich. Weg, weg. So, ich lebe noch. Das sieht mir stark nach einem Zwischenpunkt aus. Oh, ich dachte, es wäre eine massive Wand. Die Häuser brennen, ey. Die Leute von... haben die unschuldigen Überlebenden angelockt, ja. Das ist eine ziemlich fiese Masse. Fiese Masche. Leute anzulocken mit, ihr seid sicher und so, und sie dann umzubringen. Ah, Gott sei Dank. Das ist erstmal, was ich noch gebrauchen kann. Das. Kleine Lücke. Ich denke mal, dass es rechts weitergeht, aber ich will mal sehen, was links ist. Das sieht mir so nach Secret aus. Ups. Vergesst das Secret. Oh nein, warte, warte mal. Ich will da jetzt hoch. Tut mir leid, Leute. Ich glaube nämlich, dass wenn ich nicht sofort abspringe oder mal an die Wand komme, dass er sich dann rechts rüberhangeln könnte. Dann käme ich da hoch. Da wäre zwar eigentlich nichts, aber ich will es trotzdem noch mal versuchen. Gut, da hält er sich nicht automatisch fest. Ich muss ein bisschen früher springen, damit er sich da festhält. Gut, das ist natürlich jetzt gerade Grafik-Scheiße. Aber hey, es hat funktioniert. Das war wieder einmal zu viel gedrückt. Man wird aber auch total verleitet dazu. Ah. Ah. Ich glaube, dass gleich die Sirene losgeht. Geh nicht kaputt. Oh, bitte. There are shadows everywhere. Thousands of them. Taking refuge in the stadium. You would never have stayed safe alone. Wir hätten sie nie lange beschützen können. Einfach rennen, rennen, rennen. Was tun wir? Wir rennen, rennen. Seht ihr, so leicht geht das. Ah, natürlich. Habe ich jetzt Lärm produziert. Smaragdstadt. Was war die Smaragdstadt? Also im Prinzip ein bisschen wie Alice im Wunderland. Interessante Anekdote, wirklich. Schön. Gleich doppelt. Wow! Wow! Nein! Wow!
Ich habe gerne, ich würde da durchs Fenster springen, aber nein, stattdessen reißen sie mir jetzt gerade. Au, die Niere brauche ich aber. Aber Leber und das Herz. Ihr Lappen, ey. Mehr ruhig irgendwas zu lassen können. Und Chucky Chucky! Schön, wenn es nicht funktioniert mit dem Schießen. Boah, nein! Oh, ja, fress mich doch auf. Yam. Ich dachte, er würde sich da festhalten. Das ist ein bisschen unübersichtlich gemacht, muss ich sagen. Nicht so im Stil, boah, was ist denn Scheiße, sondern eher so... Kratz. Gehommel. Fängt an, mich zu nerven. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe hier oben. Wenn mir das wieder einen Schuss gekostet hat. Moment. Ach, ich wusste, dass das irgendwie so ein Zing zum Hochziehen ist. Schön, dass mir den Zombie diesmal vorher zeigt. Das ist ganz nett. Oh. Tschüss, Zombie. Schatten. Entschuldigung. Guck mal, meine... Mein Mond ist vielleicht trocken. Wartet mal, ich muss mal grad... Ah, er spielt wieder abstürzen. Das mag er gar nicht, wenn man während der Aufnahme Pause macht. Aber ihr seht ja, es funktioniert. No. Come on, leave him alone. Also in Ruhe, wir werden uns noch früh genug um ihn kümmern. Er ist nur ein armer alter Mann. Der Penner sagt, dass er sich im Militär ihn retten würde. Für wen hält er uns eigentlich? Au. Achso, dieser arme alte Mann hat mich geschlagen. Wir sprechen uns noch. Hast du verstanden? Tja. In so einer Situation wird Macht schnell zu Boshaftigkeit. Wieso glaube ich, dass ich euch reinlassen muss? Eine verschwundene Seite aus meinem Tagebuch. Ne, da kommt ihr noch nicht. Ich kann sie nicht reinlassen. Wäre wahrscheinlich auch etwas kurzsichtig ohne Plan. Hey! Gotta get to Ben! Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. Ja, das muss uns echt beeilen. On days like today, even a guy like me could believe in God. Ah, Strohplante. Oh ja, das ist genau das, was ich wollte. Leute, durch! Wieso? Nein! Ich wollte... Wieso? Ich sehe dich, ich sehe ja nicht, was mir im Weg steht. So, ich würde jetzt gerne zu Ben. Ich würde den alten Mann nämlich gerne retten. Na, nein! Lass mich! Scheiße, komm ich hier weg? Oh Mann, ich glaube, ich bin gerade tot, oder? Ja, nein, ich bin tot. Mir irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich da gerade hätte wegkommen sollen. Ja, gut. Hoffentlich das Ding nicht auf Zeit, sondern wegen was meine Chance sind zu rennen. Hoffentlich habe ich meine... Danke, ich meine Munition noch. Ach, wieder dasselbe Spielchen. Und hopp. So, haben wir jetzt auch nochmal rüber. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussieht, wenn du so ein ganz normaler Arbeiter, plötzlich kommt so einer über die Decke gekrabbelt.
Alles gut, ich lebe noch. Wartet. Ah, toll, das ist nur so eine blöde... Nein! Blöde Kacknachricht, ey. Wartet. Das muss ich mitnehmen. Wenn ich es nicht mitnehme, bin ich auf jeden Fall Matsch. Ich habe keinen Bock, jetzt hier nochmal alles mitmachen zu dürfen. Ich komme, alter Mann. Ja, komm, jetzt riss er mich, hör auf damit. So, ich habe ihn gerettet. Mach auf, Alter Fuchs. Was ist passiert? Sie haben dich K.O. geschlagen. Ich glaube, ich habe auch was ausgeteilt. Ich habe gesagt, dass wir uns wiedersehen, oder nicht? Never give you up. Sie haben Stella, Randy. Sie sind verrückt. Sie wollen mit Gewalt alles übernehmen. Legen jeden um, der nicht mitspielen will. Was ist mit meiner Familie? Hast du sie gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Sie haben mich gefesselt, als ich nicht mitmachen wollte und Stella woanders hingebracht. Zombies. So irgendeine Basis. Wenn sie eine Familie haben, dann muss sie dort sein. Was ist mit dem Versteck? Alles ist gelogen, Randy. Es gibt kein Versteck. Das ist nur ein Vorwand, um die Leute zusammenzutreiben und woanders hinzubringen. Dann müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen sie finden. Gehen wir, Kumpel. Also der Grund, warum sie nach Seattle... Ich habe nicht die Kraft dazu. Du bist schwer verletzt und hast viel Blut verloren. Sieh mal, Randy. Ein Weihnachtsgeschenk. In diesem Zustand kannst du nicht fliegen. Wir müssen die Blutung stoppen. Du musst dich auf mich warten. Ich suche was, womit ich deine Wunden verarzten kann. Heute ist mein Glückstag. Wovon redest du da? Selbst jemand wie ich keinen Tag wie an dem heutigen an Gott glauben. Dreh dich um. Toll, ein Krankenhaus. Toller Gott. Wahrscheinlich komme ich zurück und dann ist er trotzdem tot. Kanada. Oh, Kanada. Wir sind gerade an einem vorbeigekommen. Wir haben sogar Munition zurückbekommen. Ah, hier ist ein Krankenwagen. Das ist schon mal kein schlechter Anfang. Naja, gegen die Grippe. Früher jedenfalls. Ich glaube, ich würde irgendwo das Land ziehen, aber da ist es auch so gefährlich. Da können sie von allen Seiten kommen. Was ist das? Keine Ahnung, wo ich hingehen würde. Ich würde mich irgendwo verstecken, wo es eben nicht eine Million Leute gibt. Irgendwas, der schwer zugänglich ist und mindestens drei Ausgänge hat. Und Krax, ja, natürlich. Ach, danke schön. Gut, ich habe zwei Schuss bekommen, habe keinen Treffer abbekommen. Sehr schön. Ist das eine Bombe? Das ist ein Radio. Ach komm, wieso stolperst du ständig? Dank. Dank. Ah, was für eine Genugtuung. Na gut, dafür kann ich nichts. Ich bin völlig unschuldig. Alles ist gut. Oh, was ist jetzt schon wieder? Interessant, dass er dann immer aussieht wie einer der Schatten, also wie einer der Zombies, während sie ganz normal aussieht. These memories. These thoughts. Schnitt.